Ja, hallo meine lieben Soul-Systembewohner. Weiter geht's mit War Tales, beziehungsweise es geht von vorne los. Jetzt kann man sagen, Bencake, was soll das? Warum fängst du denn jetzt schon wieder ein neues Spiel bei War Tales an? Mir geht's bei dieser Folge erstmal nur um eine Sache. Zunächst Early Access. Zweitens ist da was dazugekommen, was ich richtig cool finde. Und das möchte ich für den einen oder anderen einfach auch zeigen, weil bisher gab es es noch nicht auf meinem Kanal. Also neues Spiel, neues Glück, wir verlieren nicht viele Worte. Wir sind wieder die Männer, die Händler ohne Arbeitgeber eskortieren, das heißt bis 150 Kronen minus ein Medizin. Mit den Schwertkämpfern, Kriegern, Sperrkämpfern, Rohling dabei, also kein Bogenschützen. So, wir nehmen wieder als nächstes eine Gruppe, die verringert die Geschwindigkeit, mit der die Einheit ermüdet um 10%. Sie sind lange Fußmärsche gewöhnt, sag ich. Und die sind niemals zufrieden. Verringer die Zufriedenheit sind Trupps um 1 weiter. Das sind einfach so Meckerlesen. Rest lassen wir gleich. Wir starten in der Grafschaft Tildren. Und wir sehen jetzt hier, wir haben eine Gruppe aus, ja, wie soll ich sagen, 3 Männern und einer Frau. Das möchte ich aber auch verändern. Das gefällt mir nicht. Also, dann, wie könnten wir das machen? Wir haben hier einen mit einem Zweihandschwert. Wir haben hier einmal den hier. Wir haben eigentlich relativ coole Leute. Machen wir erstmal den mit der Pike. So, der Pike. Der heißt jetzt erstmal Pit. Wir können tauschen, männlich, weiblich. Dann habt ihr hier Möglichkeiten, zum Beispiel vom Gesicht her, was ihr mit dem Typen macht. Da gibt es ganz schön viele Möglichkeiten. Ja, ihr seht, ihr habt unfassbar viel Auswahl. Das gefällt mir sehr gut. Ja, muss man sich halt mal für irgendetwas entscheiden. Jetzt nehmen wir einfach mal das hier. Dann könnt ihr sogar noch die Hautfarbe auswählen, ne? Wie ihr sehen könnt. Lassen wir ein bisschen heller. Und dann gibt es die lustigsten Haare. Ich guck mal, ob ich auch irgendwas in einem Stil habe, wo ich denke, dass es eher zum Pit passen würde. Dann machen wir einfach mal das da. So, der hat jetzt graue. Jetzt gibt es nochmal Gesichtsbehaarung. Da könnt ihr auch nochmal einen Bart kriegen. Der Pit. Schauen wir mal, ob er irgendeinen lustigen Bart kriegen kann. Wenn jetzt noch Zahlen dran stehen würden, wird es noch besser. Dann machen wir das so. Und dann gibt es sogar die Kleidungsfarbe, sehe ich gerade. Okay, die kann man auch nochmal switchen. Aha. Gut, dann kriegt er einfach schwarz. Und ihr könnt sogar ihm sagen, was für eine Stabwaffe, klar, und da könnt ihr jetzt noch sagen, was für ein Hilfsmittel der mitbekommt. Der könnte zum Beispiel schneller laufen, der kann fügt 6 Schaden zu, wenn er weniger als 50% Schaden hat, der kann zornig sein, der kann helfen. Der ist einfach zornig. So. Nochmal. Pit, bitte. Ja. Hat er sich das jetzt gemerkt? Ja, jetzt seht ihr, hier haben wir Pit gemacht. Ist doch ziemlich nice. So, nächster Charakter hier oben. Männlich machen wir mal. Schon ist es ein bisschen größer geworden. Und ja, Gesicht, schauen wir mal. Das ist mir nix, das ist mir zu alt. Das ist mir zu roh. Ja, viel Auswahl habt ihr noch nicht. Aber ihr seht, ein paar Möglichkeiten gibt es jetzt schon. So, Hautfarbe. Ein bisschen dunkler. Ah, nee, oh Gott. So ungefähr. Machen wir einfach mal so. Das da. Ich nehme dieses Blau. Was sind Hilfsmittel? Provozieren finde ich eigentlich ganz nett. Oh, ich kann sogar die Startwaffe wechseln bei ihm. Die soll aber die hier bleiben. Nein, wütend ist er nicht. Erste Hilfe wäre nicht schlecht. Und gibt ihm eine Schwächung. Wir machen mal provozieren bei dem hier. Das ist dann also unser lieber Ben. Der Krieger. Ich kann auch das Pony customizen, wollte mich jetzt ärgern. Das ist wieder die Paula. So ist schön. So, jetzt haben wir hier noch 2 Typen. Ja, 2 Männer haben wir. Ben und Pit haben wir auf jeden Fall dabei. Und dann machen wir jetzt hier mal einen Rohling und hier haben wir noch den Schwertkämpfer. So,
Was hat er für eine Startwaffenmöglichkeit? Der könnte auch so starten. Dann finde ich das besser. So, dann machen wir hier erstmal eine Dame mit Schwert-Schild. Das möchte ich einfach so. Das ist dann die Monali. Ah ne, wenn ich jetzt das verändere, merkt, dass ich den Namen nicht mehr, ne? Ja, egal. So, Gesicht ist okay. Hautfarbe. Ja, da verändert sich halt nicht so viel, ne? Das ist cool. Das ist gut. Und dann müssen wir gucken, dass wir die irgendwie in der Farbe grün bekommen. Ja. Und was hat sie für ein Hilfsmittel? Bandagen, provozieren, Zorn. Sie heilt die Leute ein bisschen. So will ich das haben. So, dann haben wir jetzt auch noch die Monali. Finde ich doch klasse. Und dann gucken wir mal noch nach diesem Rohling hier. Was hat denn der für Möglichkeiten an Startwaffe? Der könnte auch so eine Keule nehmen. Und ein Schild. Bei mir haben sie alle irgendwie ein Schild gerade eben, ne? Ist aber auch eine Dame. Wir spielen mit ein bisschen mehr Damen diesmal. Das ist die Carmia. Die kommt dann nämlich auch noch mit. Oder, nein, ich mache das lustiger. Ich nehme die Melli mit. So, die Melli kommt auch noch mit. Ja, das Gesicht ist so okay. Gucken wir mal noch nach dem Haar. Das machen wir einfach so. Die kriegt dunklere Haare. Und was für eine Kleidungsfarbe kriegt die? Keine Ahnung. Die kriegt jetzt dieses Rot. So, was für ein Hilfsmittel bekommt die? Die Melli tut nicht provozieren, die macht Erste Hilfe, oder? Was machen wir? Genau. Ne, die hat Erste Hilfe. Die Melli bekommt dann provozieren. Das ist okay so. Ja, diese Riesenaxt, die gefällt mir einfach nicht. Ich finde es einfach besser mit so einer Waffe. Nur der Pikentyp, der kann nicht verändert werden. So, das ist die neue Gruppe, mit der wir jetzt das Abenteuer beginnen werden und auch hoffentlich eine Weile spielen. Ich hoffe, die gefallen euch. Ihr habt ein bisschen was gesehen, was für Möglichkeiten ihr habt in dem Spiel, wie ihr was gestalten könnt. Und ja, jetzt hoffe ich mal, dass diese illustre Truppe, die jetzt hier gleich losziehen wird, Erfolg hat. Und ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn neue Charaktere hinzukommen, ob man die auch dann nochmal ein bisschen verändern kann. Jetzt können wir ein neues Abenteuer beginnen und schon geht's los. Das hat ja nur 7,5 Minuten gedauert. Aber okay, muss man auch mal machen. So, das ist klar, wir wollen jetzt unsere eigene Erwerb haben und bla bla bla. Es geht wieder von vorne los. Ich habe jetzt hier keinen großen Tutorial-Charakter. Das erlaube ich mir auch nicht zu machen, weil ich ganz ehrlich sagen muss, dafür kenne ich das Spiel nicht gut genug. Aber es wird ähnlich anfangen wie bei meinem Livestream, ja. Und ich hoffe, dass es euch das trotzdem gefällt. Ihr seht mich jetzt halt auch nicht hier, sondern seht jetzt auch die ganzen Icons richtig. Nicht so, wie es bei meinem Livestream war. Da war es ein bisschen anders. Ich wollte eigentlich auch unsere Gruppe aus dem Livestream anpassen und Sachen noch machen, das konnte ich nicht und deswegen ist es auch so. Hier kommt jetzt übrigens ein bisschen Erklärung, Tutorial dazu. Sie haben einiges hinzugefügt, um den Einstieg für neue Leute ein bisschen zu erleichtern. So, okay. Jetzt machen wir das wie folgt. Am besten, Ben, du gehst vor. Monali, du bist da oben, dich nehmen wir hier rüber geknüppelt und dann wird mal fröhlich auf diese Ganoven losgeknüppelt. So, zuerst einmal der Ben. Der darf, glaube ich, anfangen. Wer von denen ist zuerst dran? Der Ganove, okay. So, jetzt kann ich hier zum Beispiel einen Tapferkeitspunkt ausgeben und zwingt das Ziel zu kämpfen und bewirkt bei ihm eine Runde lang eine Schwächung. So, das machen wir jetzt mal auf den. Gerade eben hat es kurz geruckelt, ich weiß nicht wieso. Und greife ihm jetzt direkt noch mit einem Schlitzer an. Zack. Dann haben wir den schon mal in einem Nahkampf gebunden. So, jetzt will ich mal gucken. Ich habe ja meine Gruppe ein bisschen customized, so wie ich denke, dass es am Anfang ganz gut ist. Halt, mit ihm muss ich noch die Runde beenden. Das vergesse ich einfach viel zu gerne. Jetzt gucke ich, ob ich noch so einen Charakter habe, der einen Gegner schwächen kann. Und es ist so, das ist die Melli. Deswegen rutscht die jetzt auch mal hier ein bisschen vor. Die geht jetzt zu dem hier rüber. Wir sind Bogenschützen-Ganoven. Die braucht die Schwächung eigentlich bei ihm gar nicht drauf spielen, weil wenn die in Nahkampf verwickelt werden, sind die alles andere als gut. Deswegen lasse ich ihr diesen Tapferkeitspunkt. So.
Jetzt seht ihr hier, was hier kommt an Text. Lasse ich mal weg, das habe ich alles schon ein bisschen erklärt. Wenn ich neue Tipps sehe, gehe ich darauf ein. Ich hoffe, das ist für euch okay. Mega cool, dass es das jetzt gibt. So, Runde beenden, dass sie das jetzt ins Spiel implementiert haben. 2 Schaden und ich wurde vergiftet, hat aber nur meine Rüstung getroffen. So, okay. Gut, dann machen wir als nächstes die Monali. Die wird jetzt hier mal noch zur Seite springen. Wir machen das vielleicht sogar so. Und dann attackiert die den Wilderer hier. Hat ihn im Crit reingehauen. Das hat ein bisschen mehr Schaden gemacht. Und dann nehmen wir auch noch Pit. Pit hat ja diese wundervolle Stangenwaffe. Und damit trifft er jetzt ordentlich, krittet den auch nochmal schön in den Rücken rein und bleibt da aber stehen. Ein Schaden hat der Bogenschütze nur gemacht, das ist nicht viel. So, eine neue Runde beginnt und das bedeutet, wir gucken uns mal an, wer von denen zuerst dran ist. Es wäre dann dieser Wilderer. Das wollen wir natürlich beenden, die Nummer. Dann nehmen wir jetzt einfach mal die Melli, die zertrümmert normalerweise Rüstung mit ihrer Keule. Das müssen wir uns merken. Haut dem da einen auf den Dez. Bleibt dann da dran. Und dann darf auch nochmal... Und dazu stellen wir sie jetzt hinten dran. Die liebe Monali, die attackiert jetzt auch nochmal. Reicht sogar nicht mal, den zu killen. Erschreckend schwache Leistung von unseren Söldnern, muss man mal ganz klar sagen. So. Dadurch kann er leider nochmal einen Rüstungsschaden machen, der Dude. So, dann bin jetzt nochmal ich und Pit dran. Wir zwei werden uns den jetzt schnappen. Den Ganoven. Einmal ein Stich von mir. Leider habe ich nochmal Giftschaden bekommen. Dann setzt Pit nochmal seine Stangenwaffe ein. Und wir sind galvanisiert. Das seht ihr da oben. Ne? Das bedeutet einfach, dass ihr einen 50% Schadensbonus bekommt. Und ab jetzt ist es ein Zuckerschlecken, die Gegner zu bezwingen. Aber alles Dinge, die ihr ja auch schon ein bisschen so bei mir auf dem Livestream gesehen habt. Deswegen einfach zügig los. Wir haben die erste Gruppe der Gegner bezwungen. Ich werde versuchen, für unsere kleine Partie noch einen Bogenschützen zu bekommen. Ich werde noch gucken, dass wir einen Waldläufer bei uns in die Gruppe reinbekommen. Ich denke mal, das ist ganz gut. So. So, wir haben hier nichts zum Plündern. Wir sagen einfach weiter. Reparieren tue ich jetzt das bisschen Schaden nicht, was wir hier bekommen haben. Ich glaube, hier war wirklich nicht viel. Es ist insgesamt 2 Rüstungen, 4 Rüstungen haben wir verloren. Das ist okay, damit kann man arbeiten. Und jetzt sagen wir einfach mal weiter und sammeln hier die nächsten Sachen ein. Mal gucken, ob mein Ursprungstipp immer noch so gut ist wie damals, dass ihr nicht zuerst in die Stadt geht, die sich im Norden befindet, sondern erstmal ein bisschen die Karte erkundet und in den Süden runtergeht. Das wollen wir doch gleich mal ausprobieren. Das sind, glaube ich, wieder die, die versuchen zu plündern, Flüchtlinge zu verklopfen und so Zeug. Die sind besoffen und verprügeln einfach Flüchtlinge, was sehr traurig ist. Wir gehen wie immer zuerst in das Salzbergwerk. Ich finde es recht nützlich, einfach da erstmal in den Süden runter zu dackeln und die Sachen dort zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir wollen ihn überzeugen. Der sagt jetzt, nein, 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 ihr dürft jetzt nicht meine Mine benutzen. Ich will doch hier mein gutes Salz abbauen. Aber wir tun ihm jetzt auch gleich einen Gefallen, indem wir hier ein bisschen sein Erz wegräumen, was den Weg zum Salz versperrt. Und das wird er gleich ganz toll finden. Ich guck mal gerade. Stärke 5. 5-4 hat die. Okay, 7-4 der Stärker. 5-4. 5-4, dann macht es einfach der Pit. Der Pit darf draufhauen. Ja, komm. Du wirst mir mein Bergarbeiter. Hat er gerade eben nicht gewollt. Jetzt sagt er auch hier, was müsst ihr tun? Drückt linke Maustaste, wenn der grüne Kreis über dem grauen liegt, um ein Maximum an Erz herauszuholen. Dann wollen wir das nochmal probieren. Ich mag diese Minispiele, sind ein bisschen Abwechslung in so einem rundenbasierenden Spiel. Einfach, wow. Ah, sieht leicht aus, aber der letzte Klick ist echt fies. So.
Warum mache ich dieses langweilige Spiel? Ich brauche das Erz, um das eine oder andere schnellstens herzustellen. Wer jetzt an der Stelle natürlich erst einsteigt, ne, für den ist alles neu, den bitte ich vielleicht auch das eine oder andere Mal zu gucken bei mir auf dem Kanal, was vorher gewesen ist. Jetzt können wir nochmal mit dem sprechen. Und er gibt mir meine 15 Einfluss zurück, weil er sagt, boah, ihr seid so dufte, ne? Alt-Taste drücken, um euch ein bisschen umzugucken. Ihr könnt aber auch hier, wie ihr sehen könnt, die Karten bis zu einem gewissen Maß drehen. Alles möglich. So. Denn ich mache wieder, so traurig es ist, sollte die Quest noch existieren, wieder hier lang, um einen weiteren Gefährten früh zu bekommen. Deswegen gehe ich jetzt zum Hof Lund. So, die Dame hier, die erzählt mir eine furchtbar traurige Geschichte. Und zwar haben die Banditen ihre Tochter getötet, um an den Schmuck an ihrem Hals zu kommen. Und es war ein Kind und Kindsmörder, das finde ich alles andere als witzig. Da werden wir uns jetzt gleich um diese Verbrecherbande kümmern. Holz brauchen wir. Dringend. Hier oben seht ihr die Ermüdung von unserer kleinen illustren Truppe. Ist die hat ein gewisses Maß erreicht, müssen unsere Leute sich ausruhen. So, die Banditen sind da oben abgehauen. Das ist ganz gut, weil ich will zuerst da rein, bevor ich gegen diese Banditen da oben kämpfe. Jetzt sehen wir, was hier passiert ist. Und wir treffen hier oben eine weitere Person. Mit der können wir jetzt sprechen. So, der sagt, dass wir ihnen helfen sollen. Das machen wir auch. Er hat nämlich als einziger gegen den bösen Anführer jetzt gekämpft. Der kriegt eine Medizin von uns und er will sich jetzt uns anschließen. Und das ist einfach kostenlos. So, rekrutieren. Nur den nennen wir halt um. Ich mag den nicht Hackert nennen, sondern das ist der Waldläufer Revan. Oder in dem Fall, ja, Waldläufer Gesetzloser. Der wird auch später unser Dieb. Da kenne ich gar nichts. Und dann wollen wir uns mal jetzt hier ein bisschen umgucken. Und dann seht ihr, hier kann man nämlich auch ganz schön viel bekommen. Also Weizen rein mit ins Inventar. Nehme ich einfach. So, der da hat nochmal Gold. Sehr schön. Rechtsklick könnt ihr machen. Habt ihr das Zeug? Nein. Dann im Fass. Gucken wir auch mal. Sandstein. Oh, das ist neu. Das war vorher nicht drin. Und drei Leder. Ganz wichtig. Das ist cooles Zeug, was hier drin liegt. Und hier hinten liegt einer versteckt. Da ist nochmal eine Leiche, glaube ich, müsste es sein. Und der hat noch ein Arbeitshandbuch. Und das nehmen wir gerne, denn das Arbeitshandbuch können wir gleich nehmen hier unten. Rechts ist ein Kompendium, da gibt es Level-Ups. Hier ist auch unser Inventar. Wenn wir dieses jetzt lesen, flups, bekommen wir ein Wissen. Und das erzeigt sich jetzt hier, was wir nehmen können, um unsere Gruppe ein bisschen besser zu machen. Und zwar, ich möchte, dass unsere Truppen am Anfang jetzt zunächst einmal ein bisschen genügsamer sind. Dafür nehme ich von unserem Kompendium das Wissen und gebe einen Wissenspunkt aus. Und unsere Truppe ist jetzt, die arbeitet jetzt mehr für weniger Geld. Das kennt ihr alle. So, zack. Wunderbar, haben wir gemacht. So, Alt-Taste gedrückt. Mal ein bisschen noch umgeschaut, ob wir irgendwas übersehen haben. Nein, diese Hütte haben wir leergeräumt. Alles klar. Oder besser gesagt, diese Mühle. Können wir hier raus aus der Kiste. Ja, und dann gehen wir mal hier gegen diese Bande vor. Da kennen wir jetzt nichts, da sind wir ein bisschen sauer. Wir gehen mal davon aus, dass das die Dudes waren. Banditenstufe 1. Ganoven, zwei Ganoven und zwei Wilderer stellen sich uns in den Weg. Na, truff. Truff, 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 meine Damen, meine Herren. So, in diesem Level, das hatte mich damals auch ein bisschen überrascht, aber auch auf die positive Art und Weise, gibt es Nebel. Und Nebel ist so etwas, ja, da seht ihr halt nichts. Ne? Und muss man mit Vorsicht genießen, da könnten sich allerlei fiese Dinge verstecken. So, der hat neun Rüstung, der hat neun Rüstung, das ist beides gleich. Dann hätte ich gerne das Monali, du kommst mal darüber. Pit, du stellst dich hier hin. Ben, du gehst darüber. Melli, du bleibst hier. Revan wird sich aus den Schatten heraus durchmachen. Ich mache jetzt eine Kampflinie auf, wie ihr sehen könnt. Finde übrigens das Gelände und wie das gemacht ist sehr nice. Die können sich also jetzt überall verstecken. Wir wissen, es sind vier Gegner. Wir sehen nur zwei. Wo verstecken sich die anderen? Fragen über Fragen. Wer wird wohl die Antwort haben?
Und was ich auch bemerke, ist, glaube ich, ich komme nicht ganz an den Bogenschützen dran, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ich glaube, dass es nicht ganz reicht. Nichtsdestotrotz bringe ich den jetzt erstmal in die Bedrängnis, lauf davor. Und dann gucke ich mal. Nein, ich kann ihn nicht attackieren, muss ich mit ihr die Runde beenden. So einfach ist das. So, da vorne ist noch ein Schurke, dem würde ich gerne die Rüstung zerdeppern. Deswegen laufe ich jetzt mit Melli hier vor, schnapp mir den Speer, werf den Speer, der hier im Boden rumsteckt, wer auch immer den da hat stecken lassen, bewerf jetzt einfach hier schon mal erstmal diesen Gegner hier vorne. Ich sehe, da vorne ist auch eine Bärenfalle, sehr gefährlich. Und jetzt nehme ich erstmal hier das Provozieren auf den Ganoven, schwäch den und dann attackiere ich den auch. Und da ist auch die Rüstung weg. Ganz schnell geht das, zackig, erledigt. So, Runde beenden, die Gegner sind dran. So, ich habe noch 3 Charaktere zu spielen. Und ja, jetzt überlege ich halt, wen ich als nächstes spiele. Und ich würde behaupten, dass vielleicht Pitt es schaffen kann. Nein, der ist zu weit weg. Kann er es schaffen? Er ist eigentlich auch zu weit weg. Nichtsdestotrotz gehe ich mit mir vor. Und dann haben wir nämlich jetzt wenigstens den anderen Ganoven entdeckt. Einen Bogenschützen. Der 2 Rüstungsschaden macht auf mich und mich zurückstößt. Was ich alles andere als nett oder witzig empfinde. Aha, und da versteckt sich also der andere Ganoven. Da sind wir ein bisschen zu schnell, zu weit vorgegangen. Das macht aber nichts. Den verwickeln wir jetzt mit Revan im Nahkampf. Zack. So schnell geht das. Ganoven gegen Ganoven. Das ist ein tolles Duell. Leider sind die jetzt alle nochmal dran. Die 5 Rüstungen sind weg von Revan. Er ist vergiftet worden. Der Bogenschütze versucht auch nochmal Abstand zu gewinnen. Und trifft Monali mit 5 Schaden. Das ist natürlich alles andere als schön. So, sind wir jetzt etwas geschwächter, macht aber nichts, wir geben nicht so einfach auf. Wie machen wir das am besten? Also, zunächst einmal muss der Bogenschütze in den Nahkampf gezogen werden. Wir gehen an der Falle vorbei. Und jetzt haben wir einen Bogenschützen in den Nahkampf gezwungen. Das ist meine erste Aktion, das möchte ich so. Als nächstes geht Monali, die akzeptiert auch nicht, dass dieser Bogenschütze noch weiter wegläuft. Die setzt ihn jetzt auch fest und haut ihn mit der Keule 1 über den Dez. So. Sehr schön. So, Revan kriegt leider ein bisschen zu viel ab. Das gefällt mir gerade gar nicht. Ist aber halt leider so. Kann ich jetzt erstmal nicht ändern. So, wer ist als nächstes dran? Der da hinten, der ist nicht so schlimm. Und der darf auch nochmal. Killen kann ich den wahrscheinlich mit einer Aktion eher nicht. Aber ein bisschen schwächen zumindest mal mit Melli. Aua. So, jetzt habe ich nur noch 2 Möglichkeiten zu spielen. Ja, das ist noch Revan und er. Dann werde ich jetzt aber erstmal mit Pitt versuchen, hier in den Rücken zu stechen. Ich glaube, das falsch ist es nicht. Ja. Jawohl, das war ein Crit. Das war sehr gut. Pitt ist ein bisschen sauer anscheinend. Dann geht Pitt nochmal hier hin und hebt sich die Option auf, die beiden in der nächsten Runde anzugreifen. Obwohl, wir gehen nochmal einen Meter zurück, bleiben hier stehen. Und dann hoffe ich mal, ja, das reicht, um den Ganoven hier zu eliminieren. Und dann darfst du hier hin. Sehr schön. So, wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir die Einheiten des Gegners schnell genug kaputt kriegen. Pitt sticht hier einmal rein. Ich verwickel den Bogenschützen gleich wieder in Nahkampf. Oh, blutende Wunden bekommen, sehr schön.
Und daran geht sie zugrunde. Jetzt sind wir zum Glück galvanisiert. Und jetzt sind wir dreimal dran. Jawohl, einmal in den Rücken gestochen. Langsam wird es knapp bei ihm, ne? Ja, 6 Lebenspunkte, jetzt wird es langsam wirklich eng. Der gegnerische Bogenschütze ist leider nochmal dran. Hab's nicht optimal gespielt, muss ich ganz ehrlich konsternieren. Aber es ist jetzt, wie es ist. So. Wir machen aber auch einen Zusatzschaden und weiß der Geier was alles. Also von daher ist diese Runde jetzt auch gleich vorbei. Schluss mit lustig, aus die Maus. Auch diesen Kampf haben wir gewonnen. Aber jetzt geht es uns echt nicht gut. Haben wir ein paar coole Sachen bekommen. Und zwar bekommen wir 3 Dietriche. Wir bekommen einen beschädigten Dolch, der vergiften kann. Der ist wichtig. Und ein bisschen Gold. Und wir haben auch ein Level-Up. Und wir haben auch leider eine Verletzung beim Rehwahn. Wir werden diese Verletzung tatsächlich behandeln. Ja. Und wir werden auch diesmal alles reparieren, was so beschädigt ist. Wir haben genug von dem Rohmaterialien, dass das geht. So, jetzt können wir bei Melly noch das erste Level abmachen. Sie hat einfach mal angefangen mit dem Level ab. Und da gibt es mehrere coole Sachen, die wir machen können. Ich finde den unerbittlichen Ansturm nicht so gut. Ich finde auch den vergifteten Aufschlag nicht so verkehrt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, der ist wirklich nicht schlecht, aber der braucht mir halt 2 Punkte, ja, damit ich den machen kann. Also 2 dieser Tapferkeitspunkte. Und es gibt hier den schwächenden Schlag, wo beim Gegner Schaden verringert. Und Melly könnte einfach eine schwere Rüstung tragen. Deswegen möchte ich das haben, dass die Melly hier das hier macht, den Zerstörer. Und dann bekommt ihr auch nochmal ein bisschen mehr Verfassung. Verfassung ist für die Trefferpunkte zuständig. Ihr seht auch hier die Tragfähigkeit und so weiter und so fort. Deswegen hier also bitte mehr auf Verfassung bei Melly. Das finde ich nicht verkehrt. So, dann alles plündern. Die Gebeine, die menschlichen, die lassen wir natürlich liegen. Dann drücken wir nochmal ganz kurz hier in die Pause. Oder das müsste eigentlich auch pausieren, wenn ich den anklicke. Ja, das pausiert dann da auch. Und dann gebe ich ihm natürlich diesen cooleren Dolch. Könnt nämlich... Aha, jetzt hat's geklappt. Hier, der beschädigte Dolch 5 bis 6 Schaden und Gift fügt er zu. Und der andere macht 6 bis 7 Schaden. Aber der hier tut auch noch seine Geschicklichkeit erhöhen. Und deswegen finde ich den Giftdolch einfach cooler und besser. Fertig, ab. So. So, wir schnappen uns da oben noch das Erz, weil ich das möchte. Oder auch nicht. Jetzt. Und dann laufen wir mal weiter, bis wir rasten. Müssen. Das wird schon bald sein. So, unsere Gruppe sollte rasten, steht es hier. Dann machen wir das auch. Drücken auf das Zelt. Und los geht's. Wir werden einen Tüftler brauchen. Und wen nehmen wir denn da? Der Tüftler stellt uns nützliche Dinge her. Das ist so ein MacGyver-Beruf, würde ich mal sagen. Und dann nehme ich am besten die Monali. Die wird unsere Tüftlerin. Ja. So, bestätigen. Und da kann die schon so das eine oder andere herstellen. Was ich früh haben möchte, ist den Kochtopf.
damit ich gute, leckeres Essen herstellen kann. Aber das Problem ist, uns fehlt noch ein Holz da dafür. Das ist voll bitter. Ist jetzt halt so, dann stellen wir jetzt erstmal nichts her. Und jetzt können wir nämlich auch hier nochmal einen Rechtsklick drauf machen. Natürlich geht es eigentlich Revan. Revan geht es jetzt auch gut. Wir machen einen Rechtsklick auf das Lagerfeuer. Und wir müssen jetzt... Oh, wenn wir jetzt rasten, ist die Gefahrenstufe bei 80%, dass wir überfallen werden. Können wir das auch einfach abbrechen oder sowas? Ist es wegen denen? Ja, tatsächlich. Die nerven mich gerade schon richtig ab, Leute. Ist immer noch Gefahr, 80% hier überfallen zu werden. Dann machen wir das anders. Wir laufen noch ein kleines Stück. Dürfen es nicht übertreiben. Jetzt rasten wir mal hier. Keine Gefahr zum Rasten. Na Halleluja. So, wir müssen jetzt unseren Leute etwas zu essen geben. So, dann geben wir ihm mal ein bisschen Brot. Geben wir ihm zwei Laib Brot und dann geben wir ihm noch ein paar Äpfel mit. Ah, das wird zu viel, ne? Aber wir haben nichts Besseres da. Dann tun wir uns ein bisschen überfressen sogar und rasten jetzt mal. Jetzt müssen wir so schnell wie möglich ins Dorf zurück. Was habt ihr mir jetzt bekommen? Ihr habt zwei Aktionspunkte erhalten, der Trupp ist gut ausgeruht. Die Zufriedenheit eures Trupps ist um 3 erhöht, plus 4 dem Lagerfeuer angewiesene Gefährten, eine negative Nebenwirkung. Die sind immer unzufrieden, die Jungs. Die Zufriedenheit eures Trupps beträgt jetzt 8, eure Gefährten sind zufrieden. Ihr habt folgenden Bonus erhalten, maximale Tapferkeitspunkte um 1 erhöht. Juhu, ihr seht jetzt hier oben, super, super, super. Ein Gefährte beabsichtigt, unseren Trupp zu verlassen, steht hier drin. Eieieiei. Das ist ja furchtbar. Ich hoffe, dass wir das noch verhindern können. So, dann ist das Lager eigentlich fertig. Wir können hier raus und jetzt können wir wieder weitergehen. So, als nächstes werden wir uns natürlich diesen besoffenen Typen widmen, die da, wie soll ich sagen, halt die Leute überfallen, und zwar die armen Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet. Denen werden wir mal zeigen, was wir von ihnen halten. So geht natürlich, ja, wie soll ich sagen... Das nicht, das ist nicht in Ordnung, das finden wir nicht gut. Das wird aber ein happiger Kampf, das kann ich euch sagen, aber den zeige ich euch dann einfach beim nächsten Mal. Und versprochen, wie gesagt, ich werde jetzt versuchen, wenn nicht wieder ein großes Update kommt, das kommt erst im Februar, März, glaube ich, roundabout plus minus Monat, werde ich jetzt auch immer wieder regelmäßig War Tales bringen, weil ich ein interessantes und tolles Spiel finde. Ich möchte noch dazu sagen, dass ich ein absoluter Anfänger bin in dem Spiel. Ich weiß halt ein paar Sachen, wie man am Anfang vorgehen muss, wie man was machen kann. Und ab einem gewissen Zeitpunkt werde ich euch sagen, okay, ab jetzt ist es hier völlig ins Blaue geraten. Jetzt weiß ich gar nichts mehr. Jetzt müssen wir es halt zusammen rausfinden. Und ich hoffe, dass ihr mir auf jeden Fall da auch weiterhin schön treu bleibt und mitfiebert mit dieser kleinen Truppe. Wenn wir neue Helden aufnehmen werden in die Gruppe und ihr möchtet, dass ihr da irgendwie auftaucht als Name, dann sagt das bitte. Ich habe keine Hemmung, auch mal jemanden umzubenennen, auch hier in dieser Gruppe jetzt nicht, die ich jetzt gemacht habe. Finde ich eigentlich recht lustig, ja. Wenn ihr das nicht so findet, dann sagt mir es halt, macht mir halt einen Vorschlag. Ich kann auch mal gerne einen umbenennen und wenn ich es nicht tue, seid mir nicht böse. Ich gucke halt mal, wenn es passt, passt. Wenn es nicht passt, passt es halt mir nicht. Das ist ganz einfach der Grund, weshalb, wieso und warum. Gut, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer BenCake28.